Frohes neues Jahr zu dieser emotionalen Sau im Dorf. Ich beziehe mich auf das Highlight des letzten Jahres. Die Neujahrsansprache unserer Physikerin Angela M. Die wohl nie wieder eine Neujahrsansprache halten wird. Die nach 15 Jahren wohl den Platz räumen wird, denn ihre Aufgabe ist erfüllt. Und hinter uns liegt vor allem ein Jahr, das grausamste Jahr, was die Welt je gesehen hat. Das lag vor allem an den Herausforderungen, politisch, sozial und ökonomisch, so sagte die Kanzlerin. Gesundheitlich war es keine große Herausforderung, laut der Kanzlerin. Es ging vor allem um die Entscheidungen. Es waren keine schönen Entscheidungen. Und bei jeder Entscheidung war sie stets mit vollem Herzen, wie wir sie kennen, empathisch, bei den Angehörigen. Und alles nur zu deren Wohl. Denn wir möchten es gemeinsam erreichen. Und gemeinsam und Gemeinschaft bedeutet Isolation. Wir sollten diese Isolation genießen. Wir sollten dafür verständlich zeigen. Wir sollten weiter Disziplin haben. Wir sollten weiter zeigen, dass wir in einer menschenfreundlichen Gesellschaft leben, in der Menschen eingesperrt werden in Wohnhaft, die im besten Fall Kinder nicht miteinander spielen lässt, die Alte gegen Kinder aufhetzt, damit wir alle mehr Gemeinschaft erleben. Wir kennen die Gesichter der Geimpften, die alten Leute, die niemand besuchen darf, außer die Kamerateams, die Reporter. Und wenigstens so können die Angehörigen einen Blick auf diese alten Gesichter erhaschen, auf der Titelseite der Bildzeitung. Auch die heilige, heilsbringende Firma BioNTech mit den beiden Gründern, die beim Frühstück den Impfstoff quasi erfanden, werden sogar namentlich erwähnt in dieser Neujahrsansprache. Das sollte uns noch einmal zeigen, wie großartig diese Menschen sind. Denn von allen hier in Deutschland Lebenden werden diese besonders benannt. Ich denke, sie sollten sich in Zukunft das Kanzleramt teilen. Es ist absolut wundervoll. Von ganzem Herzen bin ich sehr berührt. Und wir freuen uns auch über die gewaltige Unterstützung für die Unternehmen, die betroffen sind, unverschuldet an ihrem Untergang. Die vielen Selbstständigen, Restaurants, Theater, Künstler, Fitnessstudios, Hotels, die untergehen werden, bekommen aber gewaltige Unterstützung. Vielleicht wird am 8. Januar die Novemberhilfe überwiesen. Von ganzem Herzen möchte ich, dass Sie jeden Cent ausgeben. Es ist großartig. Niemand konnte ahnen, was uns widerfahren ist. Außer die Teilnehmer von dem Event 201 und die Leute, die den Pandemie-Notfallplan geschrieben haben. Keiner hat ihn gelesen. Keiner hat es ernst genommen. Es ist so überraschend, dass wir immer ein wenig hinterherhängen, trotz der Generalproben. Und wer etwas anderes behauptet, wer in Frage stellt, dass wir nicht nach bestem Wissen und Gewissen handelten, wer vielleicht dagegen ist, wer an dieser Physikerin zweifelt oder an den interessanten Geschäften
unseres Bankkaufmanns Jens die Eule Spahn. Der ist ein Verschwörungstheoretiker. Menschen, die demonstrieren, sind Verschwörungstheoretiker. Eltern, die ihre Masken nicht tragen wollen oder ihren Kindern vielleicht noch sagen, sie müssen nicht den ganzen Tag Maske tragen, sind zynisch, gefährlich, bespucken die Gräber von den Toten, Alten. Und das zerbricht uns allen das Herz. Unsere Physikerin wird sich sofort impfen lassen, wenn sie an der Reihe ist. Sie hat sich längst angemeldet. Sie freut sich darauf. Und wer sich noch freut, das kann man in einem Satz sagen, denn das ist die Einsatzfreude der Bundeswehr. Sie ist beachtlich, sie ist großartig. Sie ist nie da gewesen. Endlich darf die Bundeswehr im eigenen Land Tests durchführen in Kindergärten und vielleicht auch in Altersheimen. Vielleicht können wir auch bald, wenn die Impfzentren eröffnen, auch dort unterstützen. Als Zeichen der Herzlichkeit. Vielleicht können sie auch bei den Straßensperren, die wir jetzt so Silvester geübt haben, mithelfen. Bei der Ausweitung von Ausgangssperren oder ähnlichem. Wir möchten, dass dieses Jahr viel, viel besser wird als schon das letzte. Und ich danke von ganzem Herzen für Ihre Aufmerksamkeit. Und ich danke unserer großen Physikerin auch für dieses wundervolle, goldene Kostüm in dem Gold der schwarz-rot-goldenen Fahne. Steht für das beste Deutschland, in dem wir je gelebt haben. Was wir alles erreicht haben in nur einem Jahr. Es ist unglaublich, es ist phänomenal. Es ist nie da gewesen. Und jetzt sollten wir alles in die Wege leiten, damit wir mit Steuergeldern eine neue Fabrik bauen für BioNTech, damit sie mehr Impfstoff produzieren können, damit die Knappheit ein Ende hat. Denn die können sich das sonst nicht leisten und sonst sind sie nicht schnell genug. Deshalb sollten wir da das Infektionsschutzgesetz auch nutzen, um die Möglichkeiten, die wir haben, jetzt einzusetzen. Wenn wir wollen, können wir es tun. Einfach mit der Faust auf den Tisch. Ja, danke, Frau Merkel, von mir.